herzlich willkommen zurück hier im Dämonjägerstabgebiet in der Legion Beta. Und ich würde mal sagen, wir machen hier unsere Quests weiter, nämlich Befehle für die Offiziere, Schlachtenfürst, Gardun informiert, Lady Steno informiert, Maronenmutter, Malicia informiert. Okay, dann machen wir das doch. Informieren erstmal ihn. Geopfert. Was habt ihr aufgegeben? Oder? Noch etwas? Warum ist er denn so umrandet, wenn wir den lasst nicht... Lasst euch nicht von der Macht der Legion überwältigen. Okay, du bist der Falsche. Gut, dann informieren wir sie, Lady Steno. Wie kann ich helfen, Winsling? My Lady, zieht mit euren Naga in Richtung Norden. Unterbrecht das Ritual, das die Dämonen an der Seelenmaschine abhalten. Ist das alles? Eine würdige Aufgabe für die Ex-Narbe. Abgemacht. Okay. Beeilen wir uns. Ja. Ein Vulkan ist kein Ort für Naga. Nee, das ist ein bisschen zu heiß für die... für diese Fischwesen. Ah, Grüße. Matronenmutter, führt eure Shivan über die über die Schlucht zur Verderbnisschmiede. Lasst unsere Feinde leiden. Lasst uns das bei. Wir kümmern uns darum. Vergesst nicht, dass der schwarze Tempel angegriffen wird. Okidoki. Eile ist geboten. Kommt, Schwestern, heißen wir unsere einstigen Brüder willkommen. Okay, der Black Temple wird angegriffen. Wir überleben. Schlachtenfürst, eure Truppen werden die Verdammnisfestung im Südosten angreifen. Sorgt dafür, dass ihr riesiges Dämonenheer uns nicht in den Rücken fällt. Kronakai. Ganz wie ihr wünscht. Dankeschön. So, Aschenzungen, mir nach. Okay, dass sie mir immer so reinquatschen müssen. Gut, dann nur noch bei ihm abgeben. Mein Leben dient einzig dem Untergang der brennenden Legion. Unser Angriff hat begonnen. Schon bald werden wir siegreich an Lord Illidans Seite im Schwarzen Tempel stehen. Verleiht mir die Augen der Allsicht, Jace Düsterweber schwört, er habe für einen kurzen Moment eine dämonische Präsenz hinter uns gespürt. Er hat mit einigen unserer Truppen die Höhle im Südosten untersucht. Sie haben darin nichts gefunden, doch er ist sicher, dass etwas faul ist. Würdet ihr ihm eure Erfahrung und wichtiger noch eure Geistersicht leihen? Sprecht mit Jace Düsterweber und nutzt dann eure Geistersicht, um die Höhle nach verborgenen Dämonen abzusuchen. Habe denn schon die Geistersicht? Falls sie uns nicht können, erst angreifen, wenn unsere Flanken gesichert sind. Ja, darum müssen wir uns unbedingt kümmern. Genau, aber wir haben noch keine Geistersicht, weil wir haben Magie auf Zehren, unterbricht den gewickten Zauber des Gegners und verhindert 3 Sekunden lang, dass Zauber dieser Art gewirkt werden können. Und halt den Augenstrahl und den Chaosstoß, aber keine Geistersicht. Das heißt, wir bekommen diese Fähigkeit noch. Also, dann würde ich mal sagen, geschwind wie der Wind reiten wir dem Pfeil nach. Also, beziehungsweise hier ist kein Pfeil. Naja, halt dieser Markierung. Ah, entdeckt die kryptische Höhle. Fürst Illidan kennt den Weg. Okay. Yeah. Zaphiria, ich vermute etwas überaus Mächtiges in dieser Höhle. Aber die überwältigende Teufelsenergie, die Madum erfüllt, trübt meine Sicht. Ich bin mir nicht sicher. Wenn da drin wirklich etwas lauert, können wir uns nicht leisten, es zu ignorieren. Bis auf Fürst Illidan meistert ihr die Fähigkeit der Geistersicht besser als jeder andere. Ja, wir sind einfach so gut, ne? Könntet ihr eure Geistersicht auf die Höhle richten, damit wir herausfinden, ob mein Verdacht berechtigt ist? Na klar doch. Würdet ihr eure Geistersicht am Höhlenangang benutzen? Ich würde euch lieber erzählen. Irgendetwas stimmt da nicht. Okay, irgendwas stimmt da nicht. Dann gib mir mal die Geistersicht. Ich habe alles geopfert. Was habt ihr aufgegeben? Ach so, wir haben die Fähigkeit schon. Na dann. Ah, da ist eine Kiste. Okay, erledigt. Ich finde das übrigens sehr, sehr cool, dass man hier so durch Felsen und so schauen kann. Unten unter uns gibt es nichts. Das wird bestimmt noch gruselig werden, wenn man damit in der Welt herumstreift und man benutzt das und plötzlich findet man etwas, was man gar nicht finden wollte. Oder was Blizzard vor uns versteckt. Man weiß es ja nicht. Wir sind alles, was zwischen der Legion und unserer Vernichtung steht. Ich wusste, dass mich mein Gefühl nicht betrogen hat.
Jetzt, wo ihr die Dämonen enttarnt habt, kann ich sie auch spüren. Ich spüre sogar einen extrem mächtigen Teufelslord tief in der Höhle. Entreißt ihm seine Macht, solange ihr noch könnt. Wenn ihr den Anführer ausschaltet, kümmern wir uns um den Rest seiner Truppen in der Höhle. Tötet Teufelslord Kasa und beansprucht seine Teufelskraft. Und wir bekommen dafür Glewewerfen. 30 Meter Reichweite schleudert eine dämonische Glewe nach dem Ziel, die 15.000 Schaden verursacht. Ungefähr. Vertraut auf Fürst Illidans Plan. Aber immer doch. Sie werden nicht entkommen. Illidari, Angriff! Ja, und wir haben hier sofort eine Kiste. Kleine Schatztruhe. Und wir bekommen Gesundheitssteine. Wow, das ist jetzt der tollste Schatz, den ich jemals gefunden habe. Also wirklich. Ja. Ich denke, wir müssen uns hier durchschnetzeln bis oben hin. Weil es ist 10 Uhr morgens bei uns und wahrscheinlich 1.25 Uhr hier in Amerika. Und wie ihr seht, ist kaum einer unterwegs. Also keiner. Mitten in der Nacht. Na, ich lasse das mal so. Ich habe ja eh meinen Timer extra noch laufen, das heißt, das ist dann nicht so schlimm. Ich benutze mal den Augenstrahl. Wow, der ist sehr mächtig, effektiv. Oh, ich wollte gerade den Nager angreifen. Man ist das so gewöhnt, ne, die Nager anzugreifen. Nee, dich will ich nicht, aber du kommst eh. Ja, dann versuch es doch erstmal. Immer diese große Klappe und nichts dahinter. Bist doch kein kleines Hündchen. Die haben auch immer so eine große Klappe. Der Teufelslord ist dort vorne. Ah, wahrscheinlich in der tiefsten Höhle dort hinten. Warum schnetzeln wir uns eigentlich jetzt hier durch? Ich weiß auch nicht wieso. Naja. Es gibt EP und das ist ja auch das Wichtigste, ne? Damit wir hier schnell vorankommen. Aber jetzt können wir hier mal still und heimlich abhauen, wenn ich nicht festhängen würde. Okay. Der ist dort und wir sind hier. Nee, da ist noch jemand. Verflucht sei eure Geistersicht. Meine Axt verfehlt nie ihr Ziel. Dieser Dämon wird sterben. Ich hätte eure Truppen in Stücke. Toll. Jetzt kommen die ganzen Dämonen auf uns zu. Vielen Dank. Wer auch immer die gepult hat. Ach so, wir sollen die Glebe werfen, ne? Haben wir das jetzt schon gemacht? Keine Ahnung, aber hier ist ein Portal. Oh, und eine Kiste. Oh, was Lilanes. Signet des Madum-Fürsten. Sehr, sehr schön. Aber was ersetze ich denn dafür? Tempo? Ich ersetze mal Tempo, oder? Während des Kampfes ist das nicht möglich. Toll, dann machen wir uns unsichtbar. Bester Trick ever. Das geht aber nur mit Nachtelfen. Moment mal. Kritischer. Wir ersetzen mal das mit Crit. Oh, da ist ja der Ring. Oh mein Gott, bin ich heute doof. Ja, und der ist besser als der andere. Okay, ja. Ups, ich kann irgendwie nicht mehr gleiten. Ja, ich habe schon ein paar Tage nicht gespielt. Ich glaube 3 bis 5 Tage. Aber ich muss mich ja beeilen, damit ich das Ganze hier vor dem Legion-Release rausbringen kann. Ich habe ja die Beta viel zu spät bekommen. Erst im Juli, Anfang Juli. Oder ich habe es erst im Anfang Juli mitbekommen, dass ich sie spielen kann. Aber naja,
Ich meine, wer schaut auch immer nach, ne, auf seiner Battle.net-Seite? Das machen ja eigentlich nicht so viele, oder doch? Oh, ich dachte gerade, das wäre eine Kiste, die wir plündern können, aber nein. Können wir leider nicht. Fürst Illidan kennt den Weg. Wir müssen die Truppen der Legion hier im Vulkan angreifen. Es ist wichtig, sie auszuschalten, bevor wir das Kommandoschiff der Brutkönigin, die Teufelshammer, angreifen. Unser Plan lautet, die Brutkönigin zu töten und den Sagerit-Schlüsselstein an uns zu nehmen. Dann können wir zum Schwarzen Tempel zurückkehren und die Invasoren zurückschlagen. Keine leichte Aufgabe, doch ich bin mir sicher, dass wir es schaffen können. Ja, da bin ich mir auch sicher. Ausgezeichnet, ihr habt die Macht dieses Teufelslords absorbiert. Und seid noch stärker geworden. Jetzt können wir uns ganz auf die Vernichtung der Brutkönigin und ihrer Legionskräfte konzentrieren. Bam! Und wir sind 99. Jays Schutzzauber werden nicht mehr lange halten. Wir brauchen jemanden, der dort rausgeht und sicherstellt, dass diese Verwüstung der Legion kaltgestellt werden. Verwüster der Legion, oh Mann. Kane trifft euch... Was? Kane wirft euch einen vielsagenden Blick mit seinen magisch verbesserten Augen zu. Kane? Zerstört die Verwüster der Legion. Denkt immer, wir werden nicht lange durchhalten, wenn ihr diese Verwüster nicht vernichtet. Ja, aber erstmal, wir können unser erstes Talent wählen. Also die Spezialisierung liegt ja bei uns bei Verwüstung auf Schaden, also nicht auf Schutz. Und wir können jetzt eines von drei Talenten wählen. Teufelsmeisterschaft erhöht die Schaden. Erhöht den Schaden, da ist ein Schreibfehler drin, Blizzard. Erhöht den Schaden von Teufelsrausch um 50%. Wenn Teufelsrausch mindestens einen Zielschaden zufügt, erzeugt ihr zudem 25 Hitzorn. Teufelsrausch? Was ist denn nochmal Teufelsrausch? Ach, das stimmt, verwirrt also auf. Ja, ja, das erste. Okay, K.O.-Stoß fügt einem weiteren Ziel zusätzlich 50% des Schadens zu. Das ist auch nicht schlecht. Erhöht die Effektdauer von Augenstrahl um 50%. Oh, das ist aber auch nicht schlecht. Vor allem Augenstrahl haut ziemlich rein. Ne? Weil der krittet immer. Augenstrahl oder K.O.-Spalten? K.O.-Stoß hat ein Ziel. Ha, ich weiß nicht. Das oder das? Ine, Mine, Miste. Ach komm, wir nehmen mal hier Augenstrahl. So. Wir sind und alles, die nächsten Quests. Zwischen der Legion und unserer Vernichtung steht. Müsst ihr immer so lange reden? Ja, diese Verwüster müssen ausgeschaltet werden, doch es gibt noch viel mehr zu tun. Es steht schlecht, doch wir zählen auf euch. Die Kommandeure der Brutkönigin kontrollieren den Vulkan. Sie müssen sterben. Wir müssen die Legion zerschmettern. Einfach alles, was nötig ist, um den absoluten Sieg zu erringen. Yeah! Lasst die Untertanen der Brutkönigin und die brennende Legion in der Gegend um die Inferno-Spitze euren Zorn spüren. Und wir bekommen dafür eine Schulter bzw. Schulterstücke. Ja, sehr, sehr nice. Ihre Zahl ist uns weit, weit überlegen. Können wir sie überhaupt besiegen? Nein. Niemals. Wir sind alles, was zwischen der Legion und unserer Vernichtung steht. Ja, bla bla. Einer der Dämonen, die ich verhört habe, enthüllt eine besonders delikate Information. Es scheint, im Vulkan lebt eine Wichtelmutter, die Geheimnisse der Legion niederschreibt. Aha, sie schreibt also ihre Memoiren, so was in der Legion passiert? Ich wusste gar nicht, dass die auch Tagebuch führen. Hey, egal. Korvas ist losgezogen, um diesen Dämon zu finden und ihre Geheimnisse für uns sicherzustellen. Trefft euch mit Korvas Blutzorn. Nee, Blutdorn am Fäulnishort. Lasst euch auf ihrem Weg über die Brücke hat Korvas eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Wir sind alles, was zwischen der Legion und unserer Vernichtung steht. Ja, und wir ziehen wieder los. Und verkaufen vielleicht mal hier erstmal etwas. Azeroth darf nicht fallen. So, das verkaufen wir. So, das können wir auch verkaufen. Und den Ring. Und die Hosen legen wir an. Dann können wir die hier verkaufen. Lasst euch nicht von der Macht der Legion überwältigen. Wir müssen da oben rum, ne? Ja, ja. Und wir haben auch... Ein vielversprechender Anfang. Doch der Mut scheint eure Truppen schon zu verlassen.
Ich würde mich ja auf eure Ankunft freuen. Oh, es tut mir leid, ich habe es weggeklickt. Sie hat irgendwie gesagt, sie würde sich über unsere Ankunft freuen und, ja. Sie hat uns schon einen Kuchen gebacken und Kaffee gekocht. So. Ich glaube, wir müssen dabei bleiben, damit das zählt. Yep. So. Und dort oben müssen wir hin. Ich sehe absolut kaum Dämonen. Spinnen, dämonischer Krabbler. Muss das sein? Die Matronenmutter hat mich gebeten, euch zu helfen. Ah, vielen Dank. Eine Shivara, die uns hilft. Naja, wir müssen mal wieder dieses extra Bonus-Special-Ding machen. Also dieses Bonus-Event. Ihre Zahl ist Legion. Das Gerät, das ihr soeben zerstört habt, stabilisiert die Gebäude der Legion. Aha. Schaut, ob es hier noch mehr davon gibt. Wir müssen also schauen, ob es hier noch mehr davon gibt. Wahrscheinlich muss das hier erst noch spawnen, oder hat das noch gezählt? Ich werde euch rächen, Geliebter! Meine Truppen wurden dezimiert. Ich habe euch beschämt. Ich gebe mein Leben, wenn nötig. Ich schwöre es. Ja. Okay, ich dachte, wir müssen da irgendwas machen, aber da ist keiner drin. Und ja, wir können da nichts anklicken. Tja. Kriegsfortschritt, Verwüster. Aha, die Verwüster sind also dort hinten. Ja, wie man sehen kann. Ich mache erstmal das und dann können wir immer noch die Dämonen schnetzeln. Immer das Leichteste zuerst. Naja, eigentlich sollte man umgekehrt machen, ne? Also das Schwerste zuerst und dann das Leichteste. Da vorne müssen wir hin. Oh, und ein Krokilisk. Abyssischer Basilisk. Oh, die haben auch ein neues Modell. Ja, sehr, sehr gut. So, wir müssen wieder warten. Das hat gezählt. Und wir helfen mal hier mit. Warum habe ich jetzt so viel Leben verloren? Und da wir eh hier in diese Richtung müssen. Yeah. Wow, haut das rein. Und wir sammeln mal unseren Jähzorn wieder ein. So. Wir müssen hier ein bisschen schnetzeln. Schnetz. Ich benutze irgendwie nie die Gleve. Ich glaube, das verspottet das Ziel, ne? Also schleudert eine dämonische Gleve, bla bla bla, bis du zwei weitere Gegner innerhalb von 10 Metern überspringt. Centurio der Königin. Okay, so heißen nur die Viecher. Und Augenstrahl. Bam, bam, bam. Also die Fähigkeit ist echt gut. Augenstrahl. Und wirklich heftig, aber ich glaube, wenn das weiterhin so stark bleibt, wird Blizzard es nerven.
So wie sie immer jedes nerven müssen, was gut ist. Oh, ein Rahmob.